Lieber Stier, bis zum 8. des Monats bildet Merkur eine Opposition zu Pluto, Saturn und Jupiter. Themen wie Reise, Ausland und Rechtssachen sind mit vielen Hürden verbunden. Jegliche Entscheidung, die am Monatsanfang getroffen werden soll, muss richtig durchdacht werden. Je nach Horoskop können Probleme mit einem Familienangehörigen oder Nachbar eintreten. Zwischen 1. und 4. des Monats haben wir Mars Quadrat Jupiter. Es kann sein, dass du an diesen Tagen wenig Kraft oder Lust hast, um dich mit Menschen auseinanderzusetzen, die dich nicht verstehen wollen oder können. Es empfiehlt sich, keine voreilige Handlung zu begehen. Wir haben am 3. des Monats einen Vollmond in Wassermann und das heißt, ein Ziel lässt sich nur mit Kompromissen und Abstrichen erreichen. Du dürftest dich bald um eine Sache kümmern, die eine große Umstellung in deinem Leben verursachen wird. Diese betrifft Themen wie zum Beispiel Beruf und Finanzen. Zwischen 10. und 13. haben wir einen Quadrat zwischen Pluto und Mars. Es stellt sich die Frage, ob man bereit ist, eine Beziehung oder Verhältnis zu beenden. Falls zutreffend, kann man Missverständnisse oder schlechte Erfahrungen mit dem eigenen Vater machen. Es kann sein, dass man bei einer wichtigen Sache zögernd und misstrauisch ist. Am 14. haben wir Mond in Zwillinge und er bildet einen Sextil zu Mars. Du dürftest entweder viel unterwegs sein oder einige Umwege machen, bis du dahin kommst, wo du hin möchtest. Wahrscheinlich wirst du dich viel mit einem Menschen unterhalten. Dann haben wir am 15. Uranus rückläufig in Stier, also in deinem Zeichen. Bis Anfang 2021 dürfte sich dein Leben komplett durch Umbrüche und Wendungen verändern. Dein Beruf, langfristige Ziele und Finanzen sind die Lebensbereiche, die am stärksten betroffen von diesem Einfluss sind. Zwischen 6. und 18. des Monats haben wir Venus-Sextil Uranus. Du könntest von einem Kollegen oder Familienangehörigen eine erfreuliche Benachrichtigung erhalten oder tolle Unternehmungen starten. Am 19. haben wir einen Neumond in Löwe. Während der zwei letzten Monatswochen wirst du etwas unternehmen, was dir Spaß bereiten wird. In den Bereichen der Liebe und der Familie stellt sich eine positive Konstellation heraus. Zwischen 20. und 24. haben wir Mars Quadrat Saturn. Du solltest den Fokus auf das Wesentliche behalten, ohne dir so viel auf einmal zuzumuten. Lasse dich nicht provozieren, wenn ein Mensch gegenüber dir respektlos ist. Zwischen 25. und 29. haben wir einen Trigon zwischen Merkur und Jupiter. Eine kleine Reise oder Besuch können sich ergeben. Die Themen Lernen, Bildung und eigene Projekte sind hervorgehoben. Zum Schluss, zwischen 30. und 31. haben wir Venus-Opposition Pluto. Es kann eine Person geben, die dir nicht die ganze Wahrheit über eine Angelegenheit verrät. Mein lieber Stier, mit diesen Aussagen bin ich fertig mit der allgemeinen Prognose. Wenn du eine individuelle und genauere Prognose benötigst, meine Kontaktdaten findest du unten bei der Beschreibung dieses Videos. An dieser Stelle wünsche ich dir viel Glück, Liebe und Erfolg. Alles Gute und bis zum nächsten Video.